Freunde, willkommen hier auf TV. Was denn? Hier steht sie. Shit, Alter. Wir haben gerade eine Lampe gesucht und Jan hat sie gerade gefunden. Lasst euch kurz anleuchten. Der neue Star Wars-Film kommt ja raus. Ich spiele auch eine Rolle. Ich bin Mr. Lightman. Okay, Freunde, wir sind hier im Ape Crime Base Zentrum. Achso, ja, zeig mal, wie du Heroes spielst. Okay, Freunde, da haben wir. Ja, liebe Freunde, heute war ein Tag wie jeder andere und wir haben ein bisschen geplant und ein bisschen nachgedacht in unseren Köpfen. Und da kamen wir zu dem Entschluss, dass wir mal wieder richtig Bock auf TV haben. Freunde, der Tag fing erstmal so an, dass wir ein Meeting, wie man es ja so schön nennt, hatte. Sind wir persönlich keine Fans von, aber man muss manchmal durch, ja. Freunde. Und darum ging es um Punkt 1, um den Crime Energy und 2 natürlich den Merch, wo wir extrem gute Fortschritte machen. Das ist natürlich der Crime Energy, Freunde. Crime Energy. Ich glaube, das wird das mit das Beste, was wir jemals machen. Man spricht das übrigens französisch aus, Crime Energy. Updates dazu gibt es natürlich auch bald, aber wir müssen uns erst noch durch einige Meetings schlagen, Freunde. Es gehört leider dazu. Aber dann haben wir auch überlegt, was können wir ein bisschen bei Ape Crime. Also wir haben Format, wir wollen ein Format einfügen, also es ist jetzt nicht wirklich ein neues Format, das gab es auch schon, wenn es soweit ist, werdet ihr es sehen, wir werden es auch mit jemandem drehen, der dieses Format schon mal früher gemacht hat. Es wird grandios. Ihr könnt ja mal raten, mehr sagen wir nicht, es sind nicht viele Tipps, schwer zu erraten vielleicht, wir sagen es euch nicht, ich hätte es ja fast gesagt. Was war noch heute? Genau, und dann kam die Idee, ob wir TV quasi wieder auferleben lassen und wir wollen jetzt ein Projekt machen. Ab heute kommt ein Monat lang erstmal wieder jeden Tag hier ein Video. Wir werden es durchziehen, Freunde. Ihr werdet sehen, für alle, die sagen, schafft ihr eh nicht. Wir werden euch überzeugen. Denn und wenn der Monat vorbei ist, liebe Freunde, dann sind wir natürlich auf eure Meinung angewiesen. Ihr müsst uns dann sagen, ob wir weiterhin jeden Tag ein Video rausbringen sollen. Cheers. Opfer! Ach ja, stimmt. Hey, Freunde, schon. Ich vermisse Let's Draw so sehr, so. Aber Montag ist es soweit. Wir drehen Let's Draw immer montags. Das heißt, nächsten Montag wird wieder gedreht bei uns. Es wird excellent. Dann heißt es da nicht, was ging die Woche, sondern was ging den Monat. Was ging den Monat? Und ja, das neue Format, da haben wir auch richtig Bock drauf. Das wird dann natürlich der kleine Bruder von Let's Draw. Genau, es wird so eine Show. Es wird auf jeden Fall die zweitbeste Show auf YouTube. Und wir wollen auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann wir das realisiert bekommen, aber das richtig machen wollen. Mitte, Ende nächsten Monats, wenn alles gut läuft, so eine Dragon Ball Z-Parodie hatten wir schon mal angekündigt. So ein bisschen in World of Apecraft-Style, ihr wisst es, manche Stimmen, nee, kann man doch so eine Ding richtig draus machen. Ja. Ja, mit 10 Folgen und dann mit Staffeln und so. Zu viel, Alter. Nein, warum? 3 Folgen ist viel zu wenig. Wollt ihr 10 oder 70 Folgen? Ja, was ist das denn für eine... Sagt es uns, liebe Auf jeden Fall, ja, wir gucken erstmal nach, auf jeden Fall. Aber ich dachte, wir machen das so mit 10 Folgen. Ja, ich dachte, wir machen 3. Nein, 3 ist ja nix. 3000. Ist ja dann wie so eine Filmtrilogie einfach. Schauen wir mal, wir sind noch nicht im Mind so wide. Genau. Ihr seht also, liebe Freunde, die Zukunft hält sehr viele Projekte bereit. Es sind sehr viele Projekte, wo wir richtig Bock haben, die endlich umzusetzen. Und ich hoffe natürlich, euch werden sie alle gefallen. Das war's für den heutigen Tag. Wir gehen jetzt eine Runde Heroes spielen. Das sieht dann so aus. Das mal gegamed.